Ah ja. Das nenne ich gut abgehangen. Sehr schön. So. Erstmal hier die Mission mitnehmen. Wie gesagt, man kann die auch kaputt stampfen, aber ich muss sagen, mit Stase bin ich da etwas schneller. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Wer Sie auch sind. Ja, das hat mir schon geholfen, in der Tat. Also das ist, wie gesagt, kein schlechter Trick. Der hat ja noch ein paar Stangen liegen. Ich nehme mal gerade eine mit. Könnte sein, dass wir gleich Besuch kriegen. Alter, die haben hier irgendwelche spastischen Zuckungen. Ich weiß gar nicht, wieso. Okay, warte mal, hier ist noch was. Na komm. So, wo war jetzt mein Stänkchen? Da, na komm schon. So. Stasis Reminder. An engine in stasis is a safe engine. Oh, okay. Diese wunderbaren, tollen Sätzchen. Okay, wir müssen da weiter. Dann gehe ich erstmal hier unten rein. Hier geht's da auch noch lang. Wo geht's denn hier hin? Abfallpresse Zero G. Achtung, extreme Gefahr. Ach, da komme ich jetzt noch nicht rein. Okay. Okay, okay. So, kann ich hier schon das Ding benutzen? Oh. Da ist gerade irgendwas runtergefallen. Nee, das ist der Stampfer. Das ist laut hier. Und es ist immer 12 Uhr. Ja. Tunnel 3. Aha. Okay, wir müssen hier irgendwas machen. Wir müssen durch die Presse durch, hat die gesagt, glaube ich. Wir speichern erstmal. Und da könnten wir theoretisch... Habe ich denn zwei? Habe ich 2 Knoten? Ich habe sogar 4 Knoten, Alter. Geil. Ich habe sogar 4 Knoten. Das ist ja richtig dufte. Können wir ja direkt mal welche einsetzen. So. Also, ich wollte den Plasma-Cutter weiter leveln. Ich glaube, ich gehe da wirklich erstmal auf Schaden. Oder? Tempo. Hm. Der schießt so langsam. Warte mal, dann machen wir es so, ja? Tempo und Schaden. So ist gut. Okay. Dann können wir Nachladetempo beim nächsten Mal erhöhen oder die Kapazität. Oder Kapazität und Schaden. Ja. Reclass ich erstmal wieder. Das Impulsgewehr werde ich dann auch noch leveln bei Gelegenheit. Aber da warten wir erstmal. So, hier können wir erstmal abschalten. Warten. Okay. Offline. Okay, alles klar. Ich denke, jetzt können wir da rein. Alter, ich habe hier schon wieder einen vor die Füße. Ja, natürlich. War ja klar. Nicht, dass der von oben kommt hier. Ah, ich hätte auch einfach auf den warten können. Dann hätte ich da alle mit einem Mal erledigt. Naja, egal. So, mal ein bisschen Party machen hier. Jawohl. So. Ich will die ganzen Munitionssachen haben. So, sehr schön. Dass sie aber auch immer mit so vielen kommen müssen. So. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie konnte ich nochmal mich vom Boden abstoßen? Ah, es wird mir gesagt. Mit Alt. Sehr schön. So, weil wir können nämlich freischwebend machen. Hier, den Freischweber. Den Freischweberschein und so. So. Wie kann man sich nochmal am Horizont mit Y, genau, wieder ausrichten? Weil nämlich gleich stehen wir hier nämlich komplett Kopf. So, jetzt nämlich schon in dem Fall. So, erstmal wieder ausrichten. Wo muss ich denn lang? Dadurch? Echt? Komme ich da durch? Ich komme doch hier gar nicht durch. Hä? Moment. Dadurch? Ich gehe erstmal hier rüber. Eine Tür bin ich ja rausgekommen. War das die hier? Gerade landen. Gucken. Von hier bin ich, glaube ich, gekommen, ne? Ja, dann muss ich erstmal darüber. Dann muss ich erstmal hier rüber.
bisschen Gas geben. So, mit Alt können wir landen. Kann ich hier nicht durch? Hallo? Öffnen? Ja, bitte. Ah, jetzt. Ortung. Drück und halte B. Ja, ja. Weiß ich doch. So. Kann das mal weggehen? Danke. So. Abfallansammlung im Entsorgungssystem. Dann wollen wir da mal ein bisschen aufräumen. Ja, da ist allerhand Müll reingeflogen, wie es aussieht. So, wir müssen jetzt da durchfliegen, soweit ich mich recht erinnere. So, okay, los geht's. So, wo muss ich denn hin? Mal gerade gucken. Da, ne? Ja. So, mal schnell wieder landen. Und schnell weg. Ich weiß nämlich nicht, ob da noch irgendwelche Gegner kommen. Ich hoffe es ja nicht. Den nehme ich mir noch mit. Oh, na super. Auch das noch. Ist ja noch der Strom ausgefallen. Das finde ich auch geil, ne? Dass dem Isaac sein, Alter, das gibt ein geiles Thumbnail. Dass diese Strahlen, die Lampe hier, die der da so quasi im Helm eingebaut hat, dass die so ein bisschen ausleuchten. Das ist richtig geil. Wo ist ich denn lang? Ich bin gerade voll die Orientierung verloren. Hier oben. Okay. Hier kommt doch gleich was. Hier kommt doch gleich was. Da kannst du einen drauf lassen. Hier kommt doch bestimmt gleich irgendwas runtergesprungen. Mit Sicherheit. Der Kollege da? Hat er noch was dabei? Nee, schade. Okay. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es. Schnauze halten. So. Immer aus diesen berühmten Schächten. Da kommen die raus. Wenn da irgendwas ist, dann ist meistens Alarm am Start. Energiezelle mit Chinese. Achso, ja, genau. Aber ich will erstmal hier rein, glaube ich. So, haben wir Knoten für geopfert, aber das ist egal. Medipack, gut, da ist noch ein bisschen was. Oh, Halbleiter Bronze. Okay, das ist aber, glaube ich, nicht so wertvoll, ne? Bronze? Weiß es jetzt gerade nicht. Plasma-Energie. Gut, der Raum war jetzt leider nicht so ergiebig. Wie gesagt, man kann auch Pech haben und, es ist nicht so tolles da. Der Shop ist deaktiviert. Okay, wo muss ich das nochmal reinsetzen? Mal gerade gucken. Hier muss irgendwo so ein Ding sein. Da kann man das natürlich nicht rein. Irgendwo kann man den reinsetzen. Kann ja nur hier irgendwo in der Nähe sein. Moment. Hier beim Shop irgendwo? Ne, hier ist auch nichts. Dann mit Sicherheit hier unten. Ah, hier. Ach, geht schon von selber. Okay, wunderbar. So, funktioniert jetzt der Shop auch wieder, oder? Der hat leider keine Energie. Schade. Sehr schade. Cassini Towers. Na gut, dann mal los. Eine Aufzugfahrt ist lustig. Eine Aufzugfahrt ist schön. Können hier irgendwas reinkommen? Mal gerade gucken. Ich glaube, durch die Decke kommt nichts durch. Aber trotz alledem, ich... Ach, hier kriegen wir wieder einen Knoten. Geil. Sehr gut. Dann haben wir keinen... Kein... Oh nein, da hinten liegt einer. Okay. Ach nee, nicht die schon wieder. Ganz ehrlich, die, das ist so eine Energieverschwendung. Warte mal, kann ich die nicht... Ja, das geht. Ach verdammt, das ist falsch Taste gedrückt. Oh oh. Jetzt habe ich natürlich richtig gewonnen. Scheiße. Komm. Ja, weil ich wollte was nach denen werfen. Alter, schnell mit die Pack. Weil die... Das ist nämlich totale Munitionsverschwendung. Wenn man die alle einzeln abschießt. Also die sind echt zum Kotzen, diese diese kleinen Krabbler. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Oh, da war einer auf Toilette. Textlog. Sally Hennen an Marion Hennen. Marion, ich werde dieses Log für dich zurücklassen, damit du es findest. Wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe...
Ich vergesse nichts, denn alles ist so wichtig. Die Wiedergeburt wird sehr bald eintreten, genau wie Sie sagten. Das ist eine ganz besondere Zeit, die man nur einmal erlebt, wenn überhaupt. Sie sagen, wir bereiten uns schon darauf vor, seit wir überhaupt Menschen waren. Und wir werden diejenigen sein, die dabei sein werden. Ich bin so aufgeregt, meine Haut ist ganz kribbelig. Ich habe Gänsehaut. Okay, ich muss jetzt los. Die Zeremonien fangen in einer halben Stunde an. Ich will nicht zu spät kommen. Mach's gut, Schwesterchen. Ich hab dich unendlich lieb. Stoß doch auch zu uns. Haha, bis bald, Sally. Oh, Entschuldigung, wenn ich jetzt lachen muss, aber... Stoß doch auch zu uns. Haha. Ja. Hätte nur noch so ein Zwinker-Smiley gefehlt. Alter Schwede, ey. Ich höre hier doch was. Ich höre hier was. Was höre ich hier? Irgendwo ist hier noch einer. Können wir überall nicht rein? Ih! Wo kam der denn noch her? Der kleine Sausack. So, hat er noch was dabei für uns? Nee, leider nicht. Okay. Ich meine, so schön, dass hier auch alles ist mit den Kerzen, ne? Aber es ist einfach nur... Alter! Diese Toiletten! Da ist auch irgendwie nichts mehr. Ich habe doch gerade eben noch einen gehört. Oder das war dieses Mistvieh. Was diese Geräusche von sich gegeben hat. Warum haben die eigentlich alle so eine Kapuze überm Dings? Oh, wie schön. Credits nehme ich mir gerne noch mit. Genau, sie ist nicht real, Isaac. Ja, diese Halluzinationen, die werden schlimmer. Alter, diese Toiletten, ich finde es einfach nur... Naja. Mal ein bisschen Eisenbahn fahren hier, schön. Wo kommen wir denn hier hin jetzt? Mami ist sick, okay. Alter, wo sind wir hier? So, was kann ich hier? Da muss ich durch. Okay, dann gucke ich erst nochmal hier. Was wir hier noch haben. Ah, hier gibt es noch was Schönes. Ein Stasepack. Sehr schön. Ich könnte langsam mal wieder einen Shop gebrauchen. Der funktioniert, damit ich mir meine Sachen mal weglegen kann. Ach ja, hier sind wir jetzt. Bei Unitology zu Hause. Und die haben wohl gerade venezianischen Karneval, so wie es aussieht, mit den Masken. Isaac, oh, das ist so gruselig im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich mache das Spiel ja immer etwas leiser. Dana, Tidemans Soldaten haben mich gefunden. Sie verfolgen mich mit einer Art Kriegsschiff. Sie sind fast hier, beeilen Sie sich. Na, klasse. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich auch noch von Soldaten Besuch. Hey, 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 immer langsam, Freunde. Immer langsam. Nicht so schnell. Immer langsam mit den jungen Pferden. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch 3 Medipacks. Dann pfeife ich schon mal gerade eins ein. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Gesundheit. Oh, hier raucht es noch. So. Da müssen wir wahrscheinlich wieder im Aufzug fahren. Gerade gucken, ob hier noch was liegt. Nee, leider nicht. Okay. Wir müssen doch hier durch, ne? Ja, natürlich. Ah, verdammt, jetzt habe ich noch eins genommen. Mist. Ich wollte eigentlich noch eins nehmen. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Das hörte sich gerade merkwürdig an. Alter, ich habe nur noch 6 Schuss. Ich kann nicht mehr nachladen. Das gibt mir gerade wieder zu denken. Gut, wir haben noch die Plasma... das Impulsgewehr haben wir noch, aber trotzdem. So. Das sieht schon wieder so nach... Ja, ich weiß nicht, wonach das aussieht, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal gerade hier auf mein Plasmagewehr gehen. Das sieht doch schon wieder nach Bosskampf aus. Oder normale Gegner, eins von beiden. Oh, nee, 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 nee. Wie viel hält der aus? Ih, okay, jetzt geht's rund. Quatsch, der hat sich direkt mit verabschiedet. Alter, scheiße. Ja.
Ah, gleich meine Munition alle und da war so ein kleines Mistvieh. Verdammt. Aber ich glaube, die macht er wenigstens direkt kaputt. Na komm. Streng dich an, Isaac. Aufs Maul! Und. Ah! Rausreißen. So. Ja. Yeah. So, war's das? Ich hoffe es. Alter. Ich meine, gut, für so Massenansammlungen ist natürlich das Impulsgewehr auch nicht schlecht. Allerdings habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen was an Munition verschwendet. Ja, und diese Flugviecher, die sollte man immer als erstes ausschalten, weil die nämlich hingehen und die ganzen Leichen verwandeln und dann bekommt man es mit noch mehr Gegnern zu tun. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. So, hier ist noch Muni. Sehr gut. Dann habe ich jetzt wieder was für einen Plasma-Cutter, ne? Jawohl, sehr schön. So, erstmal alles mitnehmen hier, was noch so rumliegt. Bevor wir weitergehen. So, ich glaube, wir haben alles. Dann gehen wir mal weiter. Zum letzten Gebet. Na, super. Dann gehen wir mal zum letzten Gebet. Ach, na toll. Ach, hier kann man sich diese Prophet und Märtyrer, die kann man sich anhören, die Sachen, ne? Ja gut, kann man jetzt machen, aber ich mach's jetzt an der Stelle erstmal nicht. Oh, na super. Ach du Scheiße. Ja. Oh, Scheiße, ey. Der hat mich ja richtig böse erwischt gerade. Alter, der hat richtig böse erwischt. Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier? Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Na, super. So, was Ortungssender? Erweiterte Ortung. Okay, naja, will ich jetzt eigentlich mal erstmal nicht machen. Tourmitarbeiter. Achtung, Tourmitarbeiter. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Besucher nicht von Ihrer Seite weichen. Die Inko... Was? Indoktrinationszentren sind für die Öffentlichkeit tabu. Denken Sie daran, seien Sie das Licht für jene, die in der Dunkelheit wandeln. Um Gottes Willen. Also irgendwelche Indoktrinationszentren, was weiß ich, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Und ich habe normalerweise keine Probleme mit dem Lesen, aber das Wort, das geht ja mal gar nicht. Ein Shop! Yeah! Geil! Und eine Bench. Ja, das ist doch wie Weihnachten hier. Was sind für komische Masken? Okay. So, ich speichere mal eben. So, sehr schön. Dann gehen wir hier jetzt mal gerade in den Shop und verkaufen mal noch unsere Harpunenspeer. Okay, ja, das brauche ich eigentlich nicht, aber ich will hier mal das Schema noch verkaufen. Wie viel gibt denn der? 1000. Na super. So, Stasepack können wir mal weglegen. Die Strahlenmuni werde ich mal weglegen, weil ich noch nicht weiß, ob ich das Strahlengewehr mir kaufe. Das, oder die Strahlenkanone heißt das, ne? So, wir haben 20.000. Wir könnten uns wieder einen Knoten leisten. Einen haben wir im Inventar. Dann könnte ich mir noch einen holen. Dann könnte ich einen einsetzen gleich. So, und ein bisschen Munition, glaube ich. Eins, zwei, ja. Munition ist immer wichtig. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ja, ebenfalls. Da weiß ich nicht, welcher Tag besser sein wird. So, dann würde ich sagen, bei der Rig können wir... Ja, Trefferpunkte wäre auch nicht schlecht. Oder soll ich erstmal wieder beim Plasma-Cutter weitermachen? Tja, das ist natürlich eine gute Frage. Die Kapazität können wir erhöhen. Ja. Impulsgewehr, da warte ich noch ein bisschen. Na, ich glaube... Luft. Na, warte, wir machen erstmal hier weiter. Damit wir die Trefferpunkte noch ein bisschen hoch kriegen, damit wir ein bisschen mehr aushalten, weil die können uns teilweise echt noch one-hitten. Und das ist schon... Ja, das ist nicht schlecht. So, wie viele Medipacks habe ich denn? Ich habe gar keine mehr. Okay, dann, Moment, dann muss ich gerade nochmal zum Shop. Dann nehme ich die zwei mit, die wir haben. Die wir im Inventar haben.
Die nehme ich dann tatsächlich mal mit. Nein! Ach, scheiße, ich habe es jetzt verkauft. Ah, Mist. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Scheiße. Okay, gut, dann, wie viel kostet denn eins? 2000, ja, komm. Ist jetzt halt blöd gelaufen. Ah, da steht immer als erstes verkaufen, darunter steht bewegen, da muss ich drauf achten. Sonst habe ich ruckzuck Mist gebaut.